Heute reden wir über die Nähe von der SVP zu rechtsextremen Kreisen und das mit einem Gast. Dann diskutieren wir, warum Managerlöhne insbesondere bei der UBS schon wieder so hoch sind. Und wir reden über das Wahlwochenende. Mein Name ist Cedric. Ich bin Matthäa. Das ist Meier Wermuth am 8. April 2014. Hoi Jan, schön bist du da. Hoi zusammen. Heute ist der Jan Jirat Gast bei uns. Er ist WOZ-Journalist und schreibt regelmäßig über Rechtsextremismus. Und genau das wird heute jetzt auch unser Thema sein. Wie gross ist eigentlich das Problem von militanten Rechtsextremismus in der Schweiz? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Man hat so das Bild von dem militanten Rechtsextremismus, wo wir aufgewachsen sind, mit Glatzen, Springerstiefeln, Bomberjacken, über Organisationen wie Hammerskins oder Blood and Honor, wo sich vor allem so gezeigt hat, über Konzerte beispielsweise, oder bei uns hat es früher nämlich auch noch Schlägereien in der Stadt Schaffhausen gegeben. Und die Militanz ist so in den Hintergrund geguckt. Die Gruppen, die gibt's immer noch. Die sind immer noch organisiert und strukturiert. Aber die sind von Anfang an eigentlich wie clandestin unterwegs gewesen. Also die haben nie ein Interesse gehabt, gross an die Öffentlichkeit zu gehen. Die haben sich vor allem in geschlossenen Gruppen getroffen, sind unter sich geblieben, haben schon Einfluss nehmen. Haben über Pnos, wo ja vor zwei Jahren, mit dem sind, also die Partei nationalorientierte Schweiz, ja, genau, eine ganze kleine genau. Splitterpartei. Eine Splitterpartei, die sehr breit war von dem neonazistischen Ansatz her, aber auch vom Auftreten her. So eine Gewalt auch im Ausdruck quasi von wie sie ihre Parteilogo zum Beispiel, wo der Morgenstern ist und eben so der klassische Neonazi, wo man von früher her kennt hat. Heute tritt es anders auf. Eben die bekannteste Gruppe ist sicher die Junge Tat. Das sind ja so Schwiegersöhne, Hipster, genau, haben wir sie mal genannt in einem Artikel, den ich mit der Anna Schikareva und dem Kevin Brühlmann zusammen gemacht habe. Und sie gehen ganz anders wie die früheren militanten Gruppen sehr stark in die Öffentlichkeit. Das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen in Diskurs rein, sie wollen ihre Ideen, ihre Begriffe an die Leute bringen. Und sie haben sogenannte Vorfeld, also sie wollen das politische Vorfeld, also sie wollen nicht eine Partei gründen wie PNOS, sondern ihre Aufgabe ist die, dass sie Themen setzen, Begriffe setzen, die nachher Parteien aufnehmen. Das ist schon die Szene, die man dann gesehen hat, zum Beispiel rund um Corona-Protest, ja, wo sich sehr inszeniert bei den Demos, wo in Winterthur, glaube ich, auch mitgemacht hat in der Wahlkampagne von der SVP, wo bei uns regelmäßig versucht zu kommentieren auf Social Media. Das sind die, das ist so die Szene. Genau. Und meines Erachtens ist dort die Militanz viel versteckter, weil ihr Auftritt ganz anders ist. Sie wirken quasi wie so als Teil von der Gesellschaft, so inszenieren sie sich auch, sie verwenden neue Begriffe, darum sagt man dem auch neue Rechte. Sie haben nicht den harten, völkischen, extrem rassistischen, gewaltvollen Auftritt, sondern nicht bewusst quasi, kommen da über die Kulturecke, haben dann so Begriffe wie Ethnopluralismus, wobei ich hüte mich immer so nicht davor, ihre Begriffe zu nutzen, weil ich finde, dann hat man eigentlich schon einen Fehler gemacht. Und sind aber eigentlich ihren Forderungen sehr militant, sind auch völkisch. Ihres Ideal ist eine weisse Gesellschaft, wo quasi aus dem 19. Jahrhundert raus kulturell und politisch unterwegs ist, geschlossen mehr oder weniger, im Austausch zwar schon, aber also es ist eigentlich eine militante, völkische, durchaus auch eben neonazistische Ideologie, die da dahinter steckt, aber sie kommt ganz anders daher. Sie hat einen anderen Auftritt. Also kann man eigentlich sagen, dass sie mit einem anschlussfähigen Auftritt, insbesondere auch, wie sie wirklich daherkommen, wie sie aussehen, wie sie sich kleiden, anschlussfähig sind, aber ihre Inhalte in einer Form militant, radikal sind, wie man sie schon früher noch kennt hat. Ist das ein Phänomen, das man auch auf internationaler Ebene kann quasi lesen und sehen? Ja, sehr fest sogar. Und zwar mittlerweile fast schon global gesehen. Also in den USA wird das so, kommt das so zur Anwendung, dass du eine Vorfeldstruktur hast, die sehr stark wird, Politik, also namentlich dort die Republikanische Partei prägen. Das sind also Gruppen wie Proud Boys und so. Zum Beispiel, was man auch immer mehr sieht, ist halt eben, die nutzen dann Memes beispielsweise, ganz gezielt Social Media, zum Begriff, zum Kampagnen reinbringen, die dann aufgenommen werden von den etablierten Parteien. Und das ist vielleicht schon auch so ein bisschen etwas, was neu ist, dass es sie bewusst nicht wollen, selber zu einer Partei werden.
und dann quasi weder im Gesetzgebungsprozess und so dabei sind, sondern sie wollen die Parteien im Vorfeld prägen, sie wollen Themen setzen, sie wollen neue Grenzen definieren, sie lösen auch Grenzen vom Sagbaren auf. Und ihr Ziel ist, dass sie dann von den Etablierten, quasi, dass das dort fortgesetzt wird, dass sie dann quasi so zum Teil vom politischen Spektrum werden. Das ist das, was sie wollen. Bevor wir zu dieser Frage kommen, auch die Verbindung zu der SVP, etwas, was mich noch interessieren würde. Jetzt gerade, wenn man von der jungen Tat spricht, kommen wir in erster Linie junge Männer in den Sinn. Ja. Was ist die Rolle von Frauen bei diesen rechtsextremen Gruppierungen? Sie sind oft quasi als Partnerinnen dabei und haben auch teilweise mittlerweile eigene Strukturen, wo sie eigene Themen setzen, wo aber auch immer in dem letztlich quasi homogenen ideologischen Kontext reinsteht. Also dort zum Beispiel die Rolle von der Mutter, Kleinfamilie als Kern. Sie sind gegen jegliche Öffnungen quasi, wenn es um Familienmodell oder Sexualität und so geht. Oft halt auch dann als quasi Versinnbildlichung oder Verbildlichung von der Ehefrau, teilweise auch, wie sie inszeniert zu Hause, von der Familie da am Herd. Also, das ist so die Rolle, wo die Frauen in dieser Szene bis jetzt eigentlich haben. Ja. Ich komme jetzt einen Fall in den Sinn, aber ich weiss den Namen nicht von dieser Organisation, wo die andere Schiene, die sie auch versucht zum Teil machen, ist so die Frauen, die Angst haben vor einem Ausländer, sexualisierte Gewalt oder sonst Gewalt an Frauen ausübt und sie quasi eigentlich das Thema, das ja absolut berechtigt ein Thema ist, sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen, eigentlich dazu missbrauchen, für ihre völkische Politik. Ja, genau. Also dort spielt zum Beispiel eines der zentralsten Themen eine ganz wichtige Rolle. Das ist nämlich der Antimuslimismus. Also, dass sie bewusst quasi den Hass gegenüber der muslimischen Gemeinschaft schüren und über die Schiene eben von der sexualisierten Gewalt, das ist so wie für sie ein Tor, das sie dann bewusst öffnet, um das zu thematisieren und dann auch inszenieren. Noch eine Frage vielleicht, bevor wir dann zur Frage kommen in der Schweiz und zusammen mit der SVP, was mich noch würde interessieren, einfach, wenn du sagst, das hat quasi internationale Vorbilder, ist denn das, muss man sich das koordiniert vorstellen? Mhm. Oder sehen die über Social Media, das funktioniert in den USA, probieren wir da aus? Nein, das ist koordiniert. Also man weiss auch von Leaks zum Beispiel, dass die global miteinander kommunizieren. Also für mich ist das zum Beispiel ein exemplarisches Beispiel dafür, dass der Attentäter von Christchurch in Neuseeland, der hat... Das war vor ein paar Jahren Massenmord in der Kirche. Genau, der hat dem berühmten österreichischen Neonazi-Aktivist, der jetzt kürzlich in der Schweiz auftreten, dann weggewiesen worden ist, Geld gespendet. Also man sieht da eigentlich sehr genau an so Fällen oder eben auch an Leaks, wo Kommunikation über geschlossene Kanäle gekommen sind, dass die miteinander kommunizieren, dass die miteinander im Austausch stehen, dass die aufeinander verweisen, einander wahrnehmen und dass da eigentlich sehr koordinierte, strukturierte Kommunikation stattfindet, global gesehen eigentlich. Ja. Das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, war vor ein paar Jahren gewesen. Wir haben im Parlament über den sogenannten UNO-Pakt für Migration diskutiert. Das ist eigentlich nicht sehr relevantes Dokument von der UNO, wo die identitäre Bewegung damals angefangen hat, über das berühmte Thema, du sagst, man darf die Begriffe nicht verwenden, ist mir klar, ich habe geschlossen, Remigration oder, zu reden und Bevölkerungsaustausch. Und plötzlich sind die Begriffe im Parlament angekommen und tatsächlich, und damit werden wir beim Thema, nicht per Zufall, insbesondere von VertreterInnen von der SVP. Wie beurteilst du die nähe Distanz jetzt auch im Licht von dieser Diskussion, die letzten paar Tage in den Medien geführt haben, über die Abgrenzungsschwierigkeiten, das kann man glauben, so formulieren von der SVP. Das ist jetzt noch sehr freundlich gegenüber dieser Szene. Ja, für mich ist der Fall eigentlich sehr klar. Also man kennt die Strategien von der jungen Tat und von der identitären Bewegung und von dieser Nouvelle Droite. Was sie wollen, ist genau das, was jetzt passiert. Sie wollen ganz genau, dass du etablierte Parteien, wie jetzt dort die SVP, ihre Wörter, ihre Kampagnen aufnehmen und anfangen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, da haben wir am Einstieg so gesagt, es handelt sich dabei meines Erachtens eben durchaus um ein wirklich militantes Netz. Es handelt sich um einen völkisch geprägten Rassismus, der verkleidet wird. Und wenn man anfängt, mit denen zusammenzuarbeiten, ist für mich völlig klar, dass da keine Abgrenzung stattfindet, dass man es zulässt. Also, weil das kann niemand behaupten, so wie das jetzt verschiedene SVP-Vertreterinnen versucht haben oder gemacht haben, dass sie nicht wissen,
um wer das sich da handelt und was da dahinter steckt. Also das, das ist ja fast ein kleiner Usus geworden, oder? Also ich mag mich erinnern, die Maria Wegelin von der SVP Winterthur, die ja mit der Jungen Tat zusammengeschafft hat, im Rahmen von einer Wahlkampagne, hat dann so gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wer die Leute sind, was die Junge Tat ist. Da geht es jetzt von der jungen SVP, die sagt, ja, Martin Sellner, der Rechtsextrem aus Österreich, wo sie an einer Veranstaltung war, sie hat gar nicht gewusst, wer das ist. Sie gehen an ganz viele Veranstaltungen. Das ist jetzt halt eine davon. Also Naivität auch als politisches Instrument, um sich eben nicht müssen in die Verantwortung nehmen. Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Ich meine, zum Beispiel die Aussage von der Regetz ist schlichtweg haltlos im Sinne von, du hast nur von dem Auftritt können wissen, wenn du in gewissen Kreisen und Informationskanälen drin bist. Der Auftritt war irgendwo im Umland von Winterthur. Da kommst du nicht einfach so mal zufälligerweise hin. Da musst du sehr bewusst und mit Leuten, die wissen, wo und wenn das stattfindet, hinkommen. Also, meines Erachtens kann man das gar nicht anders also, es ist eigentlich eine Lüge. Es ist eigentlich fast nicht möglich, dass du zufällig an dem Ort landest. Rein von dem her, wie das organisiert ist, wie der Ablauf ist, über welche Kanäle und Strukturen das läuft. Also, das die Frage ist ja, zwei Fragen. Das eine ist, wie relevant ist das? Oder was jetzt ja die SVP-Spitze versucht zu machen, ist mal erst ein Schweigen, solange das geht. Und dann, wenn sie konfrontiert wird, immer sagen, ja, das sind alles Einzelfälle. Der Chiesa in der rechtsextreme Gruppe drauf im Bundeshaus ist ein Einzelfall. Die Wegelin ist ein Einzelfall. Jetzt das, was im Aargau passiert ist, ist ein Einzelfall. Die junge SVP ist ein Einzelfall. Also, man könnte die Liste weiterführen. Alles Einzelfälle. Das ist das eine. Also, wie bedeutend ist das? Und das zweite ist, was ist denn das von der SVP her jetzt zum Zeitenwechsel eine bewusste Strategie? Also, will man das quasi mitnehmen oder ist das schlicht Naivität tatsächlich in einer Art und Weise? Ich gehe davon, ich kann das jetzt nicht so beantworten, wir sind alle dass ich das wüsste. Der Parteileiter genau. von der SVP. Aber wenn du natürlich siehst, dass sie einen Glarner als Migrationschef anstellen, der in dieser Szene als Vorbild gilt, aber auch als Held dargestellt wird. Du warst ja Mitglied von Pro Köln, oder? Ja, genau. Zum Beispiel, genau, also, wenn es um die internationale Vernetzung geht. Vielleicht ganz kurz erläutern, was Pro Köln ist. Pro Köln ist eine lokale politische Organisation, die sich extrem stark eingesetzt hat gegen den Bau von Moschee in Köln konkret und einfach sehr antimuslimisch, rassistisch, völkisch unterwegs ist. Also das ist eine von Verfassungsschutz beobachteten Gruppen auch gewesen. Also sprich, die sind quasi gegen die demokratische Grundordnung auch gewesen. Darum sind sie beim Verfassungsschutz unter Beobachtung gestanden. Einfach eine hart rechtsextreme Gruppe, wo du auch nicht kennst. Glaube ich, wenn du genau. Ja. Und eben, wie gesagt, also für mich, wenn du einen Glarner bewusst anstellst, wo Verbindungen in das Vorfeld hat zu diesen politischen Organisationen, wo teilweise auch die Begriffe quasi verwendet, wo sehr harte rassistische meines Erachtens Wortwahl und auch einen Auftritt hat, dann glaube gang ich nicht davon aus, dass das naiv ist, überhaupt nicht. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie fest gesteuert ist das, beziehungsweise wie viele Kräfte wirken da. Und jetzt für mich ist es schon noch bemerkenswert gewesen, der Auftritt, den jetzt der Blocher in verschiedenen Medien gehabt hat, dass er nicht eine klare Abgrenzung macht, dass er die Naivitätskarte spielt, die eigentlich gar nicht gewusst wird. Man tut ja noch ein bisschen miteinander. Ist für mich, ehrlich gesagt, schon ein Dammbruch, also beziehungsweise auch ein deutliches Zeichen davon, dass das von der Spitze von dieser Partei duldet wird und dass sie mutmaßlich auch sehen oder davon ausgehen, dass sie ihnen zumindest nicht schadet. Also so entweder ist es ein Abspielen oder dass ich bin gegen alle Formen von Extremismus, wie das der SVP-Präsident Dettling immer wieder macht, wo ja am Schluss auch einfach das Verwischen ist, von was ist effektiv das Problem von Rechtsextremismus. Wenn du ihr das Parteiprogramm liest, und dann kannst du einfach nicht so tun, als ob die AfD und der Rassemblement National nichts mit dir zu tun haben. Ja. Also gerade wenn es um den Bereich Migration zum Beispiel geht, das ist hart, wenn du das Parteiprogramm liest. Und dort gibt es absolut keine Differenz zu der extremen Rechten in ganz Europa. Einfach nicht. Aber die SVP wird in der Öffentlichkeit, auch in der Medienlandschaft,
schon immer noch anders bewertet, dünkt es mich, als jetzt das von, wie über, es wird anders über eine AfD geschrieben und diskutiert, als über eine SVP, die eine etablierte Partei ist, zwei Bundesräte stellt, die grösste Partei im Land ist. Was muss man aus dem lernen, quasi, jetzt auch als Linke, wie man mit dem soll umgehen? Also mein Eindruck ist der, dass es sehr hilft, wenn man das quasi eben in einem grösseren Kontext anschaut. Weil was die SVP wirklich sehr gut geschafft hat, ist, dass sie sich immer als nationalen Sonderfall haben können darstellen. Und wenn du es nur national anschaust, von der Geschichte her, auch von dieser Partei, wo ja nicht in dem Sinn eben eine völkische Vergangenheit hat, sondern eben sehr stark auch im bürgerlichen Umfeld verankert ist. Ich würde sagen, das war früher der BGB, Bauern- und Gewerbepartei, genau, und übernommen worden ist eigentlich von dem Blocherflügel zuerst mal. Genau, wobei eben dort zum Beispiel mein Kollege, der Kasper Suber, der auch bei der WOTS arbeitet, der sehr einen historischen Blick hat, der findet auch, dass man mehr unbedingt auf historische Konsistenzen hinweisen und dass quasi wie schon in den 90er Jahren die Kräfte auch miteinander zusammengearbeitet haben, 1995 an einer Demo in Zürich. Aber auf jeden Fall hat es die SVP, um auf deine Frage zurückzukommen, wirklich geschafft, dass sie in der Schweiz als konservative, bürgerliche, vielleicht noch patriotische Kraft angeschaut werden, dass sie sich immer auch sehr bewusst gegen aussen abgrenzt haben und sich so als Sonderfall haben können inszenieren. Und das ist ihnen wirklich sehr gut gelungen. Wohingegen, sobald man sich ein bisschen öffnet und auch mal schaut, zum Beispiel, wie andere extrem rechte Parteien die SVP wahrnehmen, dann ist völlig klar, das ist ein ganz grosses Vorbild. Sehr viel von ihren Kampagnen, vor allem auch ihre Plakate, sind übernommen worden. Also sie sind so ein bisschen wirklich so für die extrem rechten Parteien heute in Europa eine Vorbildpartei, wo eben auch programmatisch, gerade in dem Bereich, wenn es um Umgang mit Migration und Asylbereich geht, wirklich, da gibt es keine Differenz zu den Parteien, die sie in sich immer abgrenzen im Inneren, eben wie eine AfD. Das ist interessant, wenn man mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel redet, wie der Blick auf die SVP ganz ein anderer ist, oder? Ja. Und wie sie auch anders benennen. Also für sie ist das klar. Ist das eine nationalistische, sie sagen rechtsextreme Partei? Und wenn du siehst, was zum Beispiel ab wenn dass in Frankreich bürgerliche Kräfte oder in Deutschland sich wehren gegen den Auftritt von der AfD, vom Rassemblement National, mit welcher Sprache, dann musst du sagen, dann bist du dort und denkst, okay, bei uns ist das so ein bisschen alltägliche Auseinandersetzung mit der SVP, die völlig normalisiert ist im Umgang mit Musliminnen und Muslimen, mit der LGBT-Community inzwischen, mit der Migration ganz generell. Und 1 Million Schweizer Franken-Frage ist ja dann die Antwort auf die Frage, was muss die Linke machen? Ja, was ist der richtige Umgang? Antwort. Ja, das ist eine sehr gute Frage sogar. Ja. Also man kann natürlich überspitzt sagen, ihr habt auch dazu mitgetragen, dass quasi die SVP, dass man integrativ mit der SVP umgeht. Damit meine ich eben, dass man zum Beispiel Regierungen mit ihnen bildet, dass man sie eben als Partner im Parteiensystem begreift, wenn es muss sein, dass eben sie auch medial werden sie ja wie zu einem bürgerlichen Block herbeigeschrieben. Und dort ist schon die Frage, kann man nicht offener, also beziehungsweise offensiver mit dem umgehen und sagen, hey, es gibt keine politische Zusammenarbeit mit dieser Partei. Wobei dort muss man natürlich schon auch noch kontextualisieren, dass das Schweizer Politsystem einfach anders funktioniert, wie in unseren Nachbarländern oder auch in ganz Europa. Und dort ist die Frage natürlich extrem relevant, was würde das bedeuten? Was sind denn Konsequenzen da davon? Eine Konsequenz wäre einfach keine Regierungsbeteiligung, weil mit der aktuellen Mehrheit wird es wahrscheinlich schwierig werden, wenn du sagst, entweder wir oder die SVP sind draussen. Gehe ich nicht davon aus, dass eine FDP mir sagen, okay, tschüss, hey, SVP. Das ja, darum ist es eine extrem schwierige Frage. Wo ich hingegen Dilemma, zum Beispiel von der SP jetzt vielleicht mehr Unterstützung könnte erwarten, ist, also es gibt ja das sogenannte Hufeisen-Modell, das sagt, es gibt Extremismus auf beiden Seiten und du hast genauso Linksextreme. Und zum Beispiel ist es so, das erfahre ich auch immer wieder beim Arbeiten, dass du Informationsarbeit hast, wo antifaschistische Recherchengruppen leisten. Die werden in der Regel auch von der etablierten Politik eben als zu dem linksextremen Spektrum zugeordnet. Und deren ihre Arbeit wird meines Erachtens wirklich zu wenig gewertschätzt. Indem, dass man eben quasi, man weiss zwar schon, was sie machen, man nimmt auch ihre Informationen, aber man tut sie dann nicht Credit. Man sagt dann nicht,
quasi, woher das die Info kommt. Und es ist für mich auch sehr wichtig, dass man den Antifaschismus aus dem Ecke holt, aus dem linksextremen Ecke und als Kraft. Und auch als Grundlage von einer bürgerlichen Demokratie. Ja, genau. Ja. Also das fände ich zum Beispiel schon etwas, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhoffe, dass man den Antifaschismus als Bestandteil auch von einer klaren Abgrenzung und von einem Widerstand gegen die extrem rechten Kräfte begreift und mit einbezieht. Dort wird man sicher auf den Deckel überkommen, gehe ich davon aus. Es wird vielleicht nicht ganz einfach sein, um sich sauber abgrenzen. Aber zum Beispiel, wenn man nur schon nicht einfach Antifa so pauschal quasi wahrnimmt, sondern sagt, es gibt Recherchegruppen, die extrem wertvolle Arbeit machen. Die gehören eigentlich auch zu einem Kosmos oder zu einer Struktur, wo wir uns dazugehörig fühlen können. Das fände ich jetzt zum Beispiel schon mal einen Schritt, wo ich wichtig fände. Also sehr viele Informationen, das muss man auch offen sagen, ohne das zu bewerten, kommt aus der... Also wir wissen mehr von dieser Recherchegruppe in der allgemeinen Öffentlichkeit, auch Journalistinnen und Journalisten, als zum Beispiel im Schweizerischen Nachrichtendienst. Voll, das ist ja auch andere das Medien. Entsprechend, das ist sicher klar. Die Frage ist ja dann, wenn man glaube ich, kann man entgegennehmen, was macht man damit? Also kann man damit zum Beispiel die SVP spalten? Muss man mit SVP-Mitgliedern, die in dem Sinn die vernünftige, konservative Linie für sich beanspruchen, mehr reden? Oder wäre nicht auch, nicht um sich herauszureden, aber ist nicht auch am Schluss endlich ehrlicherweise Positionierung von Freisinnigen, von der Mitte, das Entscheidende? Oder die tragen am Ende ja vor allem zu dieser Dominanz von der SVP mit. Würde ich schon auch so einschätzen. Also das ist ja, also schockierend ist ja eigentlich mehr vor allem, finde ich, die FDP, wo ja wirklich sich mittlerweile teilweise fast schon eine anbietende Art an die SVP anmacht und jetzt auch wie in den letzten Wahlen die Rechnung dafür überkommen hat. Ja, genau. Und Mitte, ja. Also ich finde auch, dass es man eben nicht nur politisch gesehen, sondern auch medial gesehen, finde ich, müsste jetzt wirklich einfach ankommen bei ganz vielen Leuten, wo das die Partei eigentlich wirklich verortet ist. Meines Erachtens nämlich, gerade wenn man das in einem internationalen Kontext anschaut, würde ich die Partei eigentlich durchgehend und konsequent als extrem rechte Partei anschauen. Weil ihre Positionen, wenn du eben vergleichst, die sind identisch im Bereich von der Asyl- und Migrationspolitik mit dem Rassemblement National, mit der FPÖ in Österreich, mit der AfD. Und sobald du das anfängst, die Partei auch dort zu verorten, so begreifen, wird es dann auch schwierig für FDP-Mitglieder, für die Mitte, zum können argumentieren und sagen, ja, nein, das ist eine normale bürgerliche Partei. Ist sie nämlich nicht. Das ist das, was ich wirklich so krass finde, wie viel man bei der SVP so durchgehen lässt. Eben, sie können in einer Corona-Krise von Diktatur reden, sie können ganz offen mit dem Putin-Regime sympathisieren und sich am Schluss eigentlich gegen die Ukraine stellen. Und die FDP und die Mitte finden das zwar nicht so toll und sagen das vielleicht einmal, aber am Schluss möchten sie dann trotzdem sein Regierungsticket zusammen mit der SVP und würden das wirklich nie und nimmer mit einer SP machen, weil wir immer noch das schlimmere rote Tuch für sie sind. Und das ist für mich etwas, was ich wirklich je länger, je mehr einfach unglaublich unverständlich finde, gerade von einer Mitte, auch von einer FDP, die am Schluss auch wirklich Verharmlosung von der SVP und ihrer Position will, und das ist, glaube ich, der Grund, wie sie wissen, die SVP hilft uns dann immer, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Die SVP ist ja vielleicht auch im Gegensatz zu anderen rechtsnationalen Parteien auf dem europäischen Spektrum unglaublich wirtschaftsfreundlich, oder? Ja. Sind ja gar nichts Soziales als ich, sondern sie sind die, die mit Milliardären in der Partei haben und dafür sorgen, dass Milliardären und die grossen Konzerne noch ein bisschen mehr haben, auf Kosten von allen anderen. Ja, also das ist die FDP und mit der Politik am Schluss. Genau, und das ist, also ich bin völlig einverstanden, wie krass das ist, dass man bereit ist, vom Altar von dem Neoliberalismus quasi alle die Positionen zu opfern. Und das finde ich aber auch in der öffentlichen Debatte, oder zumindest in der medialen Debatte, wie stark der
der Sonderfall oder, mhm. oder Schweiz, wie das noch prägt. Rechtsextreme Vergangenheit, neonazistische Vergangenheit haben immer noch die anderen. Mhm. Das ist mhm. Vichy, das mhm. ist Nazi-Deutschland, mhm. das ist Mussolini-Italien oder Schweiz nicht. Und das hat mir Damis Kenderovic auch in einem Gespräch letzte Woche gesagt. Wenn man zum Beispiel vergleicht, wie viele Tote hat es in den 90er Jahren mhm. durch rechtsextreme Übergriffe und Attentate, ist die Schweiz vor Deutschland relativ gesehen zur Bevölkerung. Ja. Das ist völlig verdrängt mhm. aus der Realität. Und genau mit dem spielt natürlich die FDP mit, sagen, ja, wir sind die Schweiz, seit 1291 eine Demokratie, so ein bisschen übertrieben. Und das hat nichts mit dem anderen zu tun. Und ich glaube, das muss uns auch ein bisschen gelingen, das aufzubrechen, mhm. die Normalität mehr in Frage zu stellen und zu sagen, nein, das ist nicht normal, mhm. wenn man diese Positionen vertritt. Auch in einer bürgerlichen, in einer bürgerlichen Welt eigentlich nicht. Jetzt gibt es ja gefühlt zum ersten Mal auch innerhalb der SVP, insbesondere der Jung-SVP, Stimmen, die das aber auch kritisieren, den Kurs. Also ich habe es schon noch bemerkenswert gefunden, dass es 6 Kantonalparteien gegeben hat von ihnen, die quasi die junge SVP-Leitung dafür kritisiert haben, dass sie nicht klar Stellung nehmen gegen die Auftritte der Rechtsextremen. Es gibt jetzt wieder einen öffentlichen Brief von irgendwie, einigen namhaften Mitgliedern von denen. Und ja immer aus der Begründung heraus, wir sind zwar schon rechts, aber wir stellen die Institution Demokratie nicht in Frage. Und so Organisationen wie die Jungtat machen das und da müssen wir uns von ihnen abgrenzen. Ist das eine neue Entwicklung oder würdest du sagen, ist eigentlich gar nicht so, wird heißer gekocht, als es effektiv ist und eigentlich kann man die alle einen Topf hineinwerfen, einfach gesagt? Also, mein Eindruck ist, dass das so einfach relativ wirkungslos ist. Also, wenn du mhm. siehst, wie die Partei funktioniert, nicht jetzt über die Briefe von den jungen SVP-Sektionen, sondern meines Erachtens siehst du die Funktionsweise von dieser Partei jetzt im Mantel gesetzt. Also Mantel erlässt Stromgesetz, wo im Juni die Abstimmung kommen wird, wo ja, die Fraktion im letzten Herbst quasi zugestimmt, also gesagt hat, ja, wir unterstützen das. Und nachher kommen die entscheidenden Akteurinnen in dieser Partei und sagen, nein, wir ändern das jetzt, wir werden Nein sagen und es wird einfach so gemacht. Also, mhm. Und das ist so, wie die Partei meines Erachtens funktioniert. Also es ist extrem top-down. Es gibt ein paar ganz wenige Kräfte, die sagen, wo es durchläuft. Die wahrscheinlich immer noch wichtigste Kraft, die jetzt eben über das Wochenende in mehreren Interviews gesagt hat, ich habe kein Problem, wir müssen nicht abgrenzen, wir müssen mit allen reden. Also das ist für mich halt so wie der entscheidende Punkt. Und das ist auch der Punkt, wo es jetzt für mich relativ klar und deutlich werden lässt, eben das ist eine extrem rechte Partei. Und ich finde dann halt, wie auch eben der SP, wo in der Verantwortung müsste stehen, das auch immer so zu labeln und ganz klar sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Diskussion ist bei euch oder aber vielleicht müsst auch ihr ein bisschen härter quasi mit ihnen umgehen, weil, ja, ich gehe nicht davon aus, dass mit dir oder die FDP den Schritt werden machen. Also. Ja, mit dieser letzten Feststellung sind wir leider einig, das wird sicher nicht aus der Mitte oder aus der FDP rauskommen. Und auch mit der Aufgabe, die sich für die SP da bietet, das ist klar. Das ist eine Debatte bei uns und es ist leider sicher nicht das letzte Mal, dass wir das diskutiert haben. Herzlichen Dank, hast du dir Zeit genommen, Jan, heute bei uns da zu sein. Danke euch. Ein anderes Thema, das letzte Woche gross in den Medien war, sind einmal mit Managerlöhnen. Ja. Unter anderem der Lohn vom UBS-Chef Sergio Amotti, der über 14,4 Millionen bekommen hat für 9 Monate. Mhm. Hochgerechnet aufs ganze Jahr, mit allen Vergütungen, die noch kommen, ist das gemäss Sonntagszeitung gegen 22 Millionen ja. im Jahr eine enorme Summe. Und er ist dabei nicht alleine. Offenbar sind die Managerlöhne von allen oder fast allen grossen Schweizer Firmen eigentlich höher als noch vor der Abzockerinitiative. Ja, das ist recht krass. Also das war ja der Titel von dem Artikel, den ich sehr verdienstvoll finde, wo man geschaut hat, was ist eigentlich passiert. Und wir sind mindestens wieder bei Business as usual. Also es betrifft nicht nur UBS. UBS ist schon das krasseste Beispiel. Also wie man für so eine kurze Zeit bei einer Bank, die de facto vom Staat ja, den Geschäftserfolg garantiert bekommen hat, mit dem vergütet wird, was, wie es so schön heisst, das ist heftig. Aber es trifft auch Novartis, ist Logitech, ist Holcim, ist in dieser
Auflistung gewesen, die zum Teil das Doppelte oder das Dreifache als vor 10 Jahren verdienen. Also wir sind mindestens wieder bei Business as usual, eigentlich dort, wo unser Polit-Engagement angefangen hat. Also 12 Initiativen? Vor 15 Jahren, wo wir wirklich das 14 Millionen hatte. Oder 22 Millionen ist definitiv mehr wie 12-mal mehr wie der tiefste Lohn, den man in der UBS verdient. Und das Krasse ist ja, finde ich wirklich, wenn man sich daran erinnert, wir haben jetzt die Managerlohndebatten mehrfach gehabt und immer hat man uns versichert, und jetzt ist übrigens im gleichen Artikel neben dir auch wieder die FDP-Spitze zitiert, was ja, jetzt muss sich etwas ändern, das sind Totengräber von der liberalen Wirtschaftsordnung. Und man kann feststellen, nach 15 Jahren, das ist schlicht und ergreifend alles Schall und Rauch gewesen und nur Vernebelungstaktik. Das hat sich gar nicht geändert. Ja, sie stehen nach wie vor eigentlich hinter den sogenannten Leistungsträgern von der Gesellschaft. Genau. Das sind sie ja immer als das benannt worden, oder? Genau. Die haben das auch verdient, im wahrsten Sinne vom Wort, weil sie nämlich leisten, weil sie Verantwortung übernehmen. Du hast es vorhin gesagt, zumindest im Fall von der UBS ist es eine Verantwortung, wo wenn es schief geht oder wenn sie eben quasi verantwortungslos handelt, sie wissen, im schlimmsten Fall wird die Bank gerettet werden von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die einen Bruchteil von dem verdienen, wo sie verdient haben. Und das finde ich schon krass. Ich finde, was ein bisschen Bewegung gibt, ist, wenn es um die Managerlöhne von Staatsbetrieb oder staatsnäher Betrieb geht. Ich kann mich erinnern, wir haben vor kurzem in der Gesundheitskommission über einen Vorstoss diskutiert und auch mehrheitlich überwiesen, wo es um die Einschränkung gegangen ist von den Top-Löhnen oder vom Management von Krankenkassen. Ja. Ja. Und dort selbst dort haben die Bürgerlichen argumentiert und gefunden, hey, die Krankenkassen, die möchten eigentlich eine Service-Public-Leistung, also eine öffentliche Dienstleistung. Es kann nicht sein, dass die über 1 Million verdienen oder mehr verdienen als im Bundesrat. Dort gibt es sich eben weg. Dort hat der Druck auch von der 12-Initiative gewirkt. Also es ist noch nicht unter Dach und Fach, aber es geht zumindest in die, in die Richtung. Aber bei allen anderen, du hast vorhin die Firmen aufgezählt, dort ist es so. Ja. Dürfte das nicht eingreifen, oder? Und das Krasse ist, wir sind sogar wieder an einem Punkt, finde ich, wo die Arroganz und die Überheblichkeit auf der ganzen Breite da ist, auch in der Politik. Also wenn man sich anschaut, die UBS ist seit letzter Woche oder vorletzter Woche, ich weiß gar nicht, es geht so schnell, aber auf jeden Fall, wo sie die Zahlen präsentiert hat und den Vergütungsbericht, wo man jetzt da, also den Geschäftsbericht, wo man die Zahlen daraus hat, hat der Präsident vom Verwaltungsrat und der Sergio Ermotti sind auch vor die Medien getreten und haben im vollen Ernst der Welt erklärt, wie sie gerne würden reguliert werden, also materiell, was das Parlament und was nicht. Und dann der Gipfel, der Präsident vom Verwaltungsrat schlägt sogar noch vor, wer es in Zukunft kontrollieren soll. Also sagt, sie sich selber, oder? Ja, fast. Er sagt, das soll jetzt nicht mehr die FINMA sein, sondern die Nationalbank. Und die Diskussion, die kann man politisch ja sogar führen, wer das ist. Aber es ist ein absolut krasses Rollenmissverständnis in dieser Situation als Monster-UBS, wo man seit Monaten eine Diskussion darüber führt, dass die Politik muss Rahmenbedingungen setzen, als erste rauszugehen und der Welt zu erklären, was sie eigentlich zu tun haben. Und da sind wir wirklich wieder dort, wo vor 20 Jahren Diskussion angefangen hat bei diesen Masters of the Universe, die den Eindruck haben, sie wissen es und alle haben gefälligst zu spuren. Und das Krasse ist ja, wir haben es letzte oder vorletzte Woche auch hier im Podcast diskutiert, es wirkt. Ja, klar. Die SVP zieht ihre Vorstösse zurück, die FDP zieht ihre Vorstösse zurück. Dominanz von dieser Managerkasten und von dieser Finanzelite über die politischen Realitäten im Bundesbern ist wieder voll da. Es ist so eine Schamlosigkeit, auf allen Ebenen. Also was das Finanzielle anbelangt, wie viel sie nehmen für sich in Anspruch an Lohn, an Boni, aber auch so eine Schamlosigkeit im Sinne von, wie sie das Gefühl haben, sie ihre Macht können in allen Domänen, insbesondere in der Politik ausspielen. Und das, was ja auch so verbannt ist, ist auch jetzt, wenn man die politischen Mehrheitsverhältnisse anschaut, gegen oben ist nach wie vor das Kuschen da, oder? Ja, nicht regulieren, ja, nicht etwas einschränken. Aber wenn es darum geht, bei den Tiefenlöhnen etwas zu machen, namentlich die Erfolge von in den Kantonen oder auch auf städtischer Ebene, was Mindestlöhne anbelangt, also dass man sagt, hey, aber sorry, alle Leute haben immerhin, wenn sie 100% arbeiten, 4'000 Franken verdient. Dort gehen sie dann mit Vorstössen vor, die eigentlich die Mindestlöhne wieder einschränken wollen.
Ja. Es ist wirklich so eine Diskrepanz auf beide Seiten, wo enorm hoch ist. Und das ist interessant, was du erwähnst. Es ist Ende März, ist ein bisschen untergegangen in der Diskussion, ist die neue sogenannte Lohnstrukturerhebung rausgekommen. Das ist eigentlich die umfassendste Lohnerhebung, die die Schweiz kennt, vom Bundesamt für Statistik. Braucht immer sehr lang, bis die Zahlen zusammen sind. Das sind Zahlen aus dem 2022. Und dort sieht man zum Beispiel, eine von der erschreckenden Erkenntnisse ist, die Anzahl der Tieflöhne ist eigentlich stabil in den letzten Jahren. 12%, ein bisschen mehr von den Schweizerinnen und Schweizern, von den Menschen in diesem Land, verdienen einen Tieflohn. Etwa 10% sind unter 4.400, allerdings brutto. Also Tieflohn ist als 4.400 Franken? Nein, Tieflohn ist ein bisschen höher, aber 10% ist unterhalb von 4.400. Tieflohn ist ein bisschen unten dran. Die Definition vom Tieflohn, dort wären es ungefähr 12%. Und dort hat sich nichts verändert. Also gerade wenn du sagst, das Argument ist immer gewesen, die oben müssen halt ein bisschen mehr haben, damit es allen besser geht, ist zumindest ganz unten. Das entsprechend nicht ankommt. Und auch dort, was sich nicht verändert hat, es bleibt eine massive Zweiteilung, gerade Bankenbereich, Pharma, IT, sind die Löhne sehr hoch, was sich allen Angestellten mit Ausnahme von diesen Millionenlöhnen auch mag gönnen. Tief sind es Detailhandel, Gastro, Hotel, Spitex, persönliche Dienstleistungen, also sprich übersetzt Frauen und Migranten. Frauen und Migrantinnen. Sehr stark. Und das ist das, wo nicht unter einen Hut geht. Oder der Auftritt von wir sind Leistungsträger und sorgen dafür. Und auf der anderen Seite, wir werden es noch mehrfach diskutieren, bis im Juni, Menschen, die darum kämpfen, Krankenkassenprämien zu zahlen. Aber zu einem erfreulicheren Thema. Ja. Oder zumindest teilweise erfreulicheren Thema. Erfreulich. Ja, genau. Sind wieder Wahlen gewesen, das Wochenende? auf allen Ebenen. Sind es die ersten? Nein, es sind nicht die ersten Wahlen. St. Gallen ist es. St. Gallen ist noch gewesen, genau. Also nach der Nationalratswahl. Seit den Nationalratswahlen vom letzten Oktober. Aber das Wochenende sind Wahlen gewesen, unter anderem im Thurgau. Jawohl. Sehr erfolgreich auch für uns. Mhm, kann man sagen. Wirklich historisches Resultat fast gemacht, glaube ich, als unsere SP-Fraktion in dem Sinn. Ganz herzlichen Dank. Und mit dem Mustafa Atici ist ein Regierungsrat gewählt worden in Basel, wo früher im National war. Ja. Und wir konnten den Sitz jetzt holen oder verteidigen mit ihm, was auch das zweite sehr erfreuliche war, das Wochenende. Beides, ja. Also wenn das stimmt, ich habe es gestern schnell nachgeschaut und Kantonalpartei hat es auch gesagt, ist in Thurgau der grösste Schritt nach vorne in Sitz seit 1980. Fünf Sitze gegenüber der letzten Legislatur. Zugelegt, mit Abstand das beste Resultat von allen Parteien, was das angeht. Und Mustafa, wo oft, wenn man es richtig zählt, hat die Tagesschau hat die Aufzählung gemacht, jetzt der vierte Regierungsrat ist, der im Ausland geboren ist. Sicher der erste aus der Türkei, wo es schafft, also mit kurdischem Hintergrund, wo es schafft, zu so einem Amt zu kommen. Und das ist doch für die Schweiz, finde ich, ein Schritt, der an sich bedeutend ist, aber auch für ihn. Mustafa ist wirklich ein Schaffer in der Bildungspolitik da in Bern und hat das extrem verdient. Und das stimmt zuversichtlich. Im Thurgau haben wir übrigens unseren Regierungsratssitz mit Sonja Wiesmann auch verteidigt. Stimmt, auch verteidigt. Neue Kandidatin, genau. Also auch sehr erfolgreich. Aber. Ein bisschen gewiss ist dann der Ausblick, wenn man es quasi von oben anschaut. Wir sind gefragt worden diese Woche, wie gehen ihr eigentlich mit Wahlen um, wenn man das dauernd so hin und her geht. Ein bisschen kritischer wahrscheinlich der Blick auf die Europawahlen, die im Juni stattfinden. Kommentar erlauben. Was ich auch sehr erfreulich ist, jetzt im Thurgau, die Grünen haben ein bisschen verloren. Aber wenn man anschaut, was Sitzzahl anbelangt, haben wir quasi mehr zugelegt, als die Grünen verloren haben. Also sprich, es ist nicht einfach so, wir geben uns einfach den Ball hin und her, sondern wir haben auch insgesamt als linke Kraft in einem doch sehr konservativen Kanton ein bisschen zulegen. Zumindest Sitz anbelangt in dem, ja, in dem Parlament. Aber du hast ein bisschen einen Blick weiter über die Landesgrenze hinaus wollen gehen. Europawahlen, die im Mai stattfinden. Du bist das Wochenende an einem Kongress gewesen. Von der quasi europäischen Sozialdemokratie. Was ist dort die Stimmung? Es ist sehr spannend, jeweils. Ich muss sagen, was das ist. Es gibt jeweils so, jetzt vor allem während der Wahlen Kongress, eigentlich in allen grösseren europäischen Hauptstädten. Der letzte war in Berlin, in Rom und jetzt in Bukarest. Und dann gibt es eine Veranstaltung und am Abend, und das ist eben sehr spannend, gibt es wie ein geschlossenes Meeting von allen ParteipräsidentInnen von der SPs, von allen Ländern. Das sind in der Regel wirklich auch Leute wie der Scholz, wie der Pedro Sanchez dabei. Und dort erzählen sie relativ offen,
wie sie es einschätzen. Und die Stimmung ist gemischt, muss man sagen, auch jetzt gerade nach den Wahlen in Polen oder Slowakei, nach den Umfragen in Italien, Deutschland, Frankreich, gibt es schon Sorgen, was die Europawahl angeht. Das Europaparlament wird gewählt im Juni. Und es ist nicht auszuschliessen, um das vorsichtig zu formulieren, dass die neue Rechte, wo wir vorhin gerade darüber diskutiert haben, eine relativ grosse Fraktion entsprechend wird stellen. Die Frage ist ein bisschen, auf welche Kosten geht das und wie stark wird sich vor allem die Europäische Volkspartei, die Konservativen, am Schluss bei denen anbiedern oder nicht. Ich würde sagen, die Stimmung, wenn du fragst, ist verhalten angespannt im Moment in der europäischen Sozialdemokratie. Wir werden sicher dann im Juni darüber diskutieren, dann im Podcast. Ja. Spätestens. Weil ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung wahlberechtigt ist. Ja. Könnt mitentscheiden, wie das Europäische Parlament in Zukunft soll aussehen. Hoffentlich da auch ein bisschen Gegendruck geben zu eben den Entwicklungen rechts aussen, die du jetzt vorne beschrieben hast. Kommen wir zu der Frage. Letzte Woche hat der Bundesrat seine Vorschläge präsentiert zur Finanzierung der 13. AHV-Rente. Was halten wir von dem? Er hat zwei Vorschläge gemacht. Der eine Vorschlag ist nur über eine Lohnprozentenerhöhung. Das ist das, was die Initiantinnen und Initianten, also auch wir, im ganzen Abstimmungskampf immer vorgeschlagen haben, weil es eine solidarische Finanzierung ist. Und sie hat schon ein Motto, die sehr viel mehr zahlt für die Verkäuferin. Und der andere Vorschlag ist eine Mischung zwischen Lohnprozentenerhöhung und Mehrwertsteuererhöhung. Und ja, am Schluss werden wir das im Parlament als Gesamtpaket müssen anschauen. Aber was klar ist, es braucht eine schnelle Finanzierung. Der will eine schnelle Finanzierung auch machen. Und dann schlägt er noch vor, dass der Bundesanteil an der AHV, das sind rund 900 Millionen Franken jetzt für die 13. Rente, nicht sollte laufen, also dass sich der Bund da nicht muss beteiligen. Und das finde ich schon mehr als fragwürdig. Selbstverständlich muss der Bund Verantwortung nehmen und die 13. mitfinanzieren. Das war übrigens auch ein Erfolg von dieser Staff, von dieser Steuervorlage, wo man gesagt hat, man hat die Unternehmenssenkung, aber dafür einen höheren Beitrag vom Bund an die AHV. Wieso werben wir als SPlerInnen für das Christentum? Ich nehme an, da spricht jemand die Sendung an, die wir letzte Woche gemacht haben mit dem Pfarrer von der Heiligen Geist. Mir wäre es jetzt da gar nicht um eine Werbung für das Christentum gegangen. Ich habe immer gesagt, ich bin ein überzeugter Atheist. Aber es gehört zum politischen Arbeiten, Allianzen zu suchen mit Menschen, die in gewissen Themen oder auch breiter ähnliche Werte vertreten. Und jetzt bei ihm, bei Andreas Nufer, ist das klar. Er setzt sich seit Jahren für benachteiligte Menschen ein, gerade im Asylbereich, lehnt sich sehr, sehr weit raus, auch politisch kommt er das auch aufs Dach über. Und um das ist es uns gegangen, aus Anlass vom Osterfest. Das machen wir auch mit anderen Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Rolle haben in der christlichen Kirche. Wie lange dauert es bis zur Einführung von der Individualbesteuerung? Soll ich gerne zuerst ganz kurz sagen, was ist die Individualbesteuerung? Es geht um eine zivilstandsunabhängige Besteuerung. Da sind wir dafür, logischerweise. Aber so wie es jetzt aktuell aussieht, wird glaube ich knapp 40% davon die Rentnerinnen und Rentner betreffen. Ja, also. Und vor allem auch profitieren würde der obere Mittelstand. Es würde sehr viel kosten, so wie es jetzt ausgestaltet ist. Also es gibt noch sehr viele Fragen, die jetzt mit diskutiert werden. Und zwar wird das aktuell in der Nationalratskommission, in der Wirtschaftskommission diskutiert. Also wir stehen relativ am Anfang vom parlamentarischen Prozess. Und meine Prognose ist, dass das noch relativ lang kann dauern, das ist um ehrlich zu sein. Also mehrere Jahre, würde ich eher behaupten, als Monate. Hast du den Film «The Zone of Interest» gesehen? Nein, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe aber einige Kritiken gelesen. Es geht in dem Film, wenn ich mich richtig erinnere, um eine Familie, die gerade an einem Konzentrationslager wohnt und im weiteren Sinn um den Umgang mit der historischen Verantwortung für den Holocaust und für den Massenmord. Ich habe so viel darüber gelesen, dass ich mir tatsächlich überlege, mal endlich wieder ins Kino zu gehen, einen Erwachsenenfilm zu schauen. Ich werde relativ oft im Kino Kinderfilme abschauen. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe den Trailer gesehen, als ich das letzte Mal im Kino war und bereue es ein bisschen, dass ich eben nicht den Film schaue, sondern den anderen, der mir weniger gefallen hat. Also ja, definitiv auf der Liste von den Filmen, die ich mal will sehen, auch wenn es eine heavy Kost ist. Offenbar, ja. Ganz so schwere Kost ist es heute nicht gewesen, auch wenn die Themen sehr ernst waren. Schön sind ihr mit dabei gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen oder auch Kritik habt, ein Mail an meierwermuth@sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte.
Gute Filme schauen im Kino ist immer ein guter Tipp. Das gibt zumindest während der Werbepause auch Zeit, den Podcast zu abonnieren, egal wo ihr zuhört oder zuschaut. Und wenn ihr Lust habt, hört oder sehen wir uns nächste Woche wieder.